iPhone geht wieder. Danke, Patrick, für den Tipp. Funktioniert wirklich hervorragend. Wer kann sich an diese Szene noch erinnern? Okay. Aus dem Ohr geht's sauber. Nicht übel. Macht zwei, fantastisch. Genau, die Szene. Da gibt's was Neues, weil die schon so alt ist. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Rückwärts fahren! Die nächste Fahrt geht rückwärts. Es geht um Folgendes. Mich hat einer angeschrieben, einer von der Community. Dankeschön. Ich habe nämlich gar nicht mehr an das Video gedacht. Das hat irgendwer einer angeschaut. Da ging es um Laden. Und da hat er gesagt, Mensch, das Video ist schon so alt, das stimmt ja schon gar nicht mehr. Entweder löschen oder ein neues machen. Und da ich mir gedacht habe, löschen will ich eigentlich kein Video nicht, dann mache ich darüber ein neues Video. Und zwar geht es eben um die Maingau-Karte. Also, ich schreibe hier mal Dauerwerbesendung dazu. Obwohl es keins ist, weil ich habe weder einen Sondertarif deswegen oder ich habe die Karte umsonst gekriegt, sondern das ist ein ganz normaler Ablauf. Ich habe ganz normal bestellt, ich muss ganz normal zahlen, ich kriege dafür kein Geld, keine guten Worte und auch keinen Marmorkuchen. Wobei das schon schade ist, dass ich keinen Marmorkuchen kriege. Überschrift lautet ja auch, Ladekartenwirrwarr nicht mit mir. Es gibt tausende nicht, aber es gibt Dutzende von Ladekarten mit Dutzenden verschiedenen Tarifen und noch ein Tarif und dann extra noch und ab 20 Uhr und wenn du ein rotes Auto hast, kriegst du Rabatt, wenn nicht, dann nicht. So nach dem Motto, das mache ich alles nicht mit. Ich habe verschiedene Ladekarten, aber ich habe auch die Maingau-Karte und die Maingau-Karte ist ganz ehrlich die einzigste, die ich wirklich benutze. Ich habe eine Telekom, ich habe eine, wie heißt jetzt die? Ich schaue mal ganz kurz, obwohl es wieder heißt, nee, während der Fahrt darfst du nicht schauen, weil hier doch nicht hier. Die New Motion habe ich auch noch. Die habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Die Telekom-Karte habe ich auch noch nie benutzt. Ich habe mir die damals bestellt. Und bevor ich diese, ich glaube, 30 Minuten kostenlos waren da dabei, bevor ich die nutzen konnte, war das ganze Angebot schon wieder weg und die haben dann umgestellt von Minuten auf Zeittarif und sind meines Erachtens viel zu teuer und deswegen habe ich die Maingau-Karte behalten. Sie ist zwar auch teurer geworden, weil früher hatte die gekostet 25 Cent pro Kilowattstunde und ganz vorher waren es, ich glaube, 5 Cent die Minute. Das war ultra billig. Jetzt haben sie umgestellt auf 25 Cent. Dann haben sie umgestellt auf 25 Cent pro Minute und dann sind sie sofort auf 35 Cent pro Minute gegangen. Ja, ich bin freundlich zu BMW-Fahrern, ich lasse die durch. Die sind nicht so freundlich zu mir. Ist das jetzt teuer oder billig? Ich denke mal, das ist gerade für mich jetzt gerade so im Rahmen. DC-Laden. Das heißt, Schnellladen mit 35 Cent pro Kilowattstunde ist okay. Ich selber zahle daheim 25 Cent. Und dann halt mit Nachladung. Und deswegen ist die DC-Ladung an der Autobahn
mit 35 Cent gut bezahlt, weil wenn ich auf der Autobahn auch mit dem Verbrenner fahre, muss ich damit rechnen, dass ich an der Autobahn am Autohof oder an der Raststation, am Rasthof, dass ich da einfach mehr für den Sprit zahle. Das ist einfach so. Muss es so sein? Ich finde nicht, aber es ist halt so und jeder akzeptiert das. Und dementsprechend kann ich das auch akzeptieren, wenn ich auf der Autobahn fahre und schnell laden muss, dass ich da ein bisschen mehr zahle. Es ist okay. AC habe ich mit Maingau noch nie gemacht, weil da ist es mir eigentlich dann zu teuer. Meistens gibt es ja noch kostenlose Lademöglichkeiten und wenn es die mal nicht mehr gibt, dann überlege ich mir echt, ob ich dann irgendwo ans Landratsamt hinfahren, kostenlos lade oder sonst irgendwo, weil das kann ich daheim dann genauso schnell und genauso oder noch günstiger. Genau. Es gibt dann noch einen weiteren Tarif und der ist, ist das jetzt gut oder schlecht? Also nach 60 Minuten, wenn du 60 Minuten DC ladest, dann kommen noch 10 Cent pro Minute dazu. Das ist quasi so ein, ich sag's jetzt einmal, so ein Strafaufschlag, weil du eigentlich nicht länger wie maximal eine Stunde die Ladesäule blockieren sollst. Wenn ich längere Strecken fahre, ich lade maximal 20 bis maximal 30 Minuten und dann husche ich wieder weiter. Mit dem Kona geht es natürlich noch besser, weil der Kona vor Haus aus schon eben mehr Reichweite hat wie jetzt der Soul. Und da fahre ich weniger oft zum Laden als mit dem Soul. Und deswegen ist das für mich eigentlich völlig in Ordnung. Das heißt, Ladekartenwirrwarr und Ladekartenchaos und Abrechnungschaos und so weiter gibt es für mich nicht, denn ich lade mit Maingau. Ja, war das Werbung? Lass es Werbung gewesen sein, ja, von mir aus. Noch besser wäre, wenn man gleich mit der EC-Karte zahlen könnte. Und noch besser wäre, wenn man gar nichts mehr hinhalten bräuchte, sondern das Auto einfach ansteckt und es funktioniert. Das wäre das Beste, oder? Meines Erachtens. Und noch besser wäre es, wenn du das ansteckst und du brauchst gar nichts zahlen. Ja, aber ja, die Zeiten sind, glaube ich, langsam vorbei, dass man hier kostenlos überall tanken kann. Stranken sozusagen. Das war's, kurzes Video. Was sagt ihr dazu? Welche Karten benutzt ihr? Was ist für euch die bessere Alternative? Und schreibt es unten in die Kommentare hin. Und wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. Servus, Herr Glocker. Euer Focker.